Heute machen wir unsere allererste große Fahrradtour. Circa 200 Kilometer, ein bisschen mehr. Nicht alleine mit dem. Es geht auf jeden Fall richtig gut los. Ich habe richtig Bock auf die Scheiße, ne? Wow, 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 wow. Boah! So, es ist maximal nass. Wir stehen mit den Rucksäcken hier. Die Fahrräder sind da. Es ist richtig am Regnen. So, Jungs. Wir haben es geschafft. Da hinten ist die Reichsburg, ja? Warte, noch ein bisschen, bis es in der Mitte ist. Da über dir. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns dann morgen. So, Jungs, was geht ab? Es ist ein absoluter Albtraum. Also, ich habe übertrieben beschissen geschlafen. Wie geht's dir so? Gestern nicht ganz gut. Keine Ahnung. Die Schuhe auch noch nass. Von innen vor allem. Eigentlich, man kann sagen, ist ja absolut nichts getrocknet hier. Er nickt. Keine Ahnung, eigentlich ist jetzt das Ziel, ein bisschen hier so frei zu räumen. Dann frühstücken wir. Wir müssen noch rübergehen, kurz auf Klo und so und Gesicht waschen. Ich sehe aus wie keine Ahnung was, glaube ich. Links sind unsere Fahrräder. Ja, let's go. So Leute, Tag 2. Wir fahren heute 42, 43 Kilometer. Joa. Es ist auf jeden Fall ein bisschen scheiße, aber egal. Wir haben jetzt schon, also mein Arsch tut maximal weh, meine Schultern auch. Wie geht's dir? Ja, mein Arsch tut weh. Ja, let's go, Digga. Wird auf jeden Fall lustig. Let's go. So, Leute. 2,5 Kilometer sind schon geschafft. Heute sind 42 Kilometer dran. Gestern wurden es tatsächlich sogar nur 60. Solaris hat eine neue Technik entwickelt. Der hält seinen Rucksack so nach vorne irgendwie und hält den fest. Kann ich auch machen, aber ich habe Angst, dass das Ding abfällt. Ich kann das ja nachher abmachen. Dann muss ich mal gucken. Na, aber es läuft ganz gut hier. So einen geilen Fahrradweg sind wir gestern die ganze Zeit gefahren. Gestern war hier noch alles nass. Und crazy. Naja, wir sehen uns. So, Jungs. 6 Kilometer ungefähr haben wir jetzt geschafft. Wir machen kurz Essenspause, weil ich habe maximal Hunger bekommen, weil wir haben heute nur in so einem kleinen Joghurt gegessen, ein bisschen Wurst, ein bisschen, keine Ahnung, so Knabberbox und hier so Flüssigkeit noch. Weil wir müssen ja Wasser sparen, ne? Naja, hier stehen die Räder. Und wird auf jeden Fall noch sehr lustig heute. Sagen wir es mal so. So, Jungs, fertig gegessen. Jetzt geht's wieder auf die Böcke, auf die Drahtesel und dann geht das weiter oder was? Let's go. Wir müssen heute noch 37 Kilometer heute. Wird auf jeden Fall lustig, naja. Aber ich hab Bock. Ich auch. Let's go. So, Jungs, ganz kurz mal angehalten. Guckt euch mal diese Scheißstrecke an, ne? Wir sind eben so richtig runtergefahren, richtig geil. Wir haben uns richtig gefreut. Auf einmal wurden wir richtig gehittet mit so einem Fuck you einfach, Digga. Dann ging es richtig hoch. Das geht jetzt wieder einigermaßen, aber eben war es schon relativ steil dort unten. Wie ist ja. Und guck mal, wie er da jetzt runtergeballert kommt, Digga. Ho, 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 guck mal. Digga, da geht's jetzt gleich lang. Da geht das jetzt hoch. Digga. Ja, und da müssen wir jetzt hochfahren. Geil, oder? Let's go. So, Jungs. Meisten Höhenmeter sind geschafft erstmal. Wir sind jetzt locker 200, 300 Höhenmeter hoch. 2 Kilometer gefühlt pures Schieben war das jetzt eben. Nur so mal so 200, 300 Meter fahren. Relativ Arsch gewesen. Boah, wie geht's dir? Boah, geht so. Geht so. Da hinten geht's jetzt noch so eine kleine Straße hoch. Dann müssen wir alles geschafft haben, dann geht's wieder runter. Und dann in Wurfis trinke ich mal den ersten Schluck von der Flasche, die wir einfach vor 2 Stunden aufgefüllt haben. Ich habe nicht einmal von getrunken. Dein ist gefühlt schon wieder fast leer, Digga. Holy shit. Bruder, trinke McDonald's. Puh. So, Jungs. Wir sind in Wirfuß. Wir haben genau 10 Kilometer geschafft. Fahrräder. Und jetzt einfach Wasser. So, Jungs. Das erste Mal wird jetzt getrunken. Guck mal, das ist noch komplett voll.
bis ganz oben hin. So, das war's erstmal. Nicht mehr. So Leute, wir sind gerade ein bisschen Traubenzucker am Konsumieren. Bottle. Wir sind gerade hier diesen wunderschönen langen Weg hochgefahren. Jetzt geht es... Ich sehe nichts da lang. Keine Ahnung, genau. Aber wir haben eine wunderfucking schöne Aussicht. Also das ist... Vergiss das Haus nicht mehr. Insane. So, der Traubenzucker, den wir kauen. Bisschen kauen, eher lutschen. Weil er so aufgelöst ist. Nämlich diese ganze Tasche hier. Komplett nass. Komplett feucht. Ich muss sagen, es geht sogar Wasser eingeteilt. Und man sieht, wieder voll. Wir haben gerade Leute gefragt, einfach random. An der Haustür. Wir haben es einfach auffüllen lassen. Ja. Achso. Laris hat jetzt auch seine Matte vorne. Viel praktischer. Wir sehen uns. Es geht weiter. Ja, let's go. Okay, Leute, kann sein, dass die Qualität gerade ein bisschen schlechter ist. Ich habe mich gerade maximal aufs Maul gelegt, weil hier geht es ultra runter und da war auch ein Loch gewesen. Oh, und überall sind Brennnesseln, ne? Ich bin komplett da reingeflogen. Dort ist ein Loch, hier überall sind Löcher. Ich zeig das einmal. Ja, guck mal, da sieht man das, wie tief er da drin ist. Hier überall. Zack, da. Hier nochmal. Hier, hier. Oh. Und jetzt ist hier halt irgendwo ein Weg. Geil. Der Routenplan hat ein bisschen reingeschissen. Ja. Jetzt sind wir hier mitten im Wald. Keine Ahnung wo. Ich glaube, wir kommen niemals an. Jetzt sind wir mitten im Wald. Mitten im Wald? Ja. Wir müssen nach da. Ja, fahren wir doch richtig. Na, da ist der Weg angeblich. Soll ich das scheiß Tal da fahren oder was? So. Zweite Station, 5 Meter weiter gefühlt, da hinten ist dieser umgefallene Baum, wo wir eben waren. Ja, Sackgasse gefühlt. Ich gucke jetzt erstmal, wo wir lang müssen, ob ich den Weg sehe. Bisschen scoutenmäßig. Das ist halt so ein Müll, ne? Ja, 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 ich sehe den Weg. Glaube ich, warte. Hier ist schon mal der Bach. Wir sind halt genau hier in der Mitte vom Nichts. Die blaue Linie, die obere hier, ist, wo wir lang müssen. Na super. Freust dich? Ja, das wird ein super Weg hoch. So, ich mache jetzt ein bisschen Bodycam. Ihr seht schon, wie schlecht es ausschaut. Nämlich sehr schlecht. Jetzt haben wir mal eine richtige Bodycam. Ich muss mich jetzt irgendwie nach hier links fortbewegen. Vielleicht mal andersherum, dass maybe das Fahrrad nicht auf mich drauf rutscht. Ach du Kacke. Leben in der Lage oder was? Ja, super. Wir sind jetzt durch dieses Tal geklettert und sind jetzt anscheinend auf dem Weg, wie er sagt. Genau, es ist noch der Weg. So, vielleicht an die Zuschauer, die schon ein bisschen länger dabei sind, vielleicht erinnert ihr euch an den 65 Kilometer Marsch. Da hatten wir genau solche Wege wegen einem Privatgrundstück. Ja, bockt auf jeden Fall des Todes. Ja, Mann. Naja, was sollen wir sagen? Es geht weiter, oder was? Let's go. Ja. So Leute, ich wollte kurz mal zeigen, wie das hier eigentlich aussieht. Weil eben sah es ja sogar ganz entspannt aus, ne? So Leute, der Lars fährt schon weiter. Wir haben es rausgeschafft, hier über so eine komische Brücke sind wir jetzt gekommen. Aus also dem Fluss, da geht es jetzt hoffentlich lang. Keine Ahnung, was da ist. Das GPS spinnt auch komplett, also gute Tour auf jeden Fall. Kampfwunden hier, schön alles. Ja, Arm ist noch okay. Eben auch schöne Dornen ins Gesicht bekommen. Naja.
weiter geht's. So Leute, kurz erstmal wieder eine Straße gefunden, wir kamen gerade von dort. Und jetzt geht's hier hoch, nach Kerik. Und dann dauert es nicht mehr lange, bis wir da sind. Jo. So Leute, gerade mit gut Tempo am Traveln. Eben mit 50 km/h den Berg runter, richtig geil. Wir sind jetzt bei 27. Hier vorne ist Mayen. Es geht ab. Nicht mehr fucking lange! Woo! Nach ungefähr einer Stunde waren wir dann auch endlich am McDonald's und haben uns richtig vollgefressen. Hier mal ein Bild dazu. Genau, dann waren wir eine Stunde bei McDonald's und kurz danach sind wir dann weiter nach Maria Laach. So, wir sind voll gegessen. Wir haben jetzt irgendwas mit 18 Uhr, 18.30 Uhr oder so. Wir waren mal anderthalb Stunden in McDonald's. Ja, Mann. Es ist bodenlos. So, Kilometerzeit hat sich noch nicht groß viel verändert. Jetzt haben wir noch 10 Kilometer. Genau, und das kann ich eigentlich auch wieder abmachen. Das kommt jetzt wieder hier rein. Das war eben auf dem Parkplatz so ein bisschen so provisorisch. So, Wasserflasche auch aufgefüllt. Bei ihm auch. Jedes Wasser der Welt probiert. Genau. So, und jetzt, letzte 10 Kilometer, noch ein kleines Stück bergauf und dann nur noch bergab. Und dann sind wir da. Ich hoffe, wir sind vor 20 Uhr da. Holy fucking shit, Digga. Aber eigentlich easy. Wir sind safe in der nächsten Stunde bis 45 Minuten da. Wir sind halt maximal vollgefressen. Wir müssen noch baden, wir sind so klebrig. Stimmt, wir müssen noch baden. Geil, wird lustig. Naja, let's go, oder? So, Jungs. Ich habe richtig Tränen in den Augen schon. Ist das geil. Ey, wir spritzen hier. Wow. Aber es läuft gut, Jungs. Es ist bis jetzt richtig geil. Kilometer 32, ja. Kilometer 32. Oh, da ist ein Gap. So Jungs, der nächste Weg, der einfach fucking so ist. Also ist das ultra geil, ich schalte mal hoch. Ich kann jetzt nicht so viel Power geben. Obwohl, wir haben jetzt gerade 22, wir hatten gerade 51 km/h. Wir hatten gerade nochmal so eine Abfahrt wie eben. Und einfach 51 km/h. Oh, hier fliegt schon mein Band rum, da muss ich gleich mal gucken. Okay. 32, 34 gerade. Ist das geil. Vor allem, desto schneller man fährt, desto mehr kann man ja auch freihändig fahren. Aber hier ist so ein bisschen blöd mit diesen ganzen Cracks im Boden. Jo, ist nicht mehr weit. Wir haben jetzt 33. Jetzt geht es hier hinten gleich nach rechts. Es läuft auf jeden Fall ultra fucking geil. So, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber genau dort oben sind gerade ein paar Rehe. Wir fahren gerade so einen Schotterweg. Dann ist die Sonne. Wie geht's? Gut, geile Aussicht. Genau. Jo. Fast 36. Es läuft gut, es läuft ehrlich gut. Also wir haben jetzt wirklich in kürzester Zeit irgendwie 5 Kilometer gemacht. 19.10 Uhr, in einer halben Stunde 5 Kilometer. Das ist schon eine gute Pace, Digga. Das ist geil. Obwohl, das ist eine 10er Pace, glaube ich, ne? Kann schon sein. Egal, vielleicht war es ja noch kürzer. Ah, safe eigentlich, so 20 Minuten. Ja, das waren keine halbe Stunde. Wir sind die meiste Zeit so fucking 20, 30 km gefahren. Ja, 50 sogar. Ja, einmal 51. Das war heute Topspeed, 51 km/h. Gestern habe ich nicht geguckt, aber... Let's go, es geht weiter. So Leute, es geht wieder weiter. 40 Kilometer, 40, 72. Und irgendwo schon dort hinten in der Ferne, ich weiß nicht, ob es das da geradeaus ist, hier irgendwo bei den Bergen, ist unser See, neben dem Lachersee. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Wir gucken mal. Aber hier auf jeden Fall gerade mit 30 km/h. Wir sind hier gut am Langballern, reden die ganze Zeit. Also die Zeit ging so schnell vorbei, also... Ist schon krass und es ist auch, also, es ist ein richtiger Vibe, dass da hinten ist, by the way, nicht die Sonne, das ist einfach der Mond, der angeleuchtet wird. Ich habe noch nie so einen hellen Mond gesehen, tatsächlich. Nee, aber es ist übergeil. 41 Kilometer gleich, ich fahre schon seit über 10 Kilometern ohne Handschuhe. Die Hände sehen dementsprechend genauso aus. Ja, und jetzt geht es gleich hier einmal hoch. Wir sehen uns. So, Leute, wir fahren hier gerade durch den... Über dunklen Wald. Fakt ist, der See, wo wir hin wollten, der hat heute zu. Also wird das schon mal nix. Die haben dann nämlich sonntags Ruhetag.
und Samstag schon bis 20 Uhr und wir haben jetzt 20.30 Uhr gefühlt schon. Wir fahren jetzt den ganzen Weg, den wir hochgefahren sind, wieder runter und dann hauen wir unser Zelt irgendwo ins Feld rein und hoffen aufs Beste. Mal gucken. So, es wird immer dunkler. Schaut nicht gut aus, sagen wir mal so. Unser Ziel ist jetzt irgendwo nach da hinten zu fahren. Da. So. Da irgendwo lang, nach da halt. Und dann ist da hinten irgendwo ein Spot, wo wir schlafen können. Wir haben eigentlich überlegt, ob wir hier pennen. Aber hier ist direkt die Autobahn. Und ich glaube, ihr hört das schon ganz gut. Das fuckt halt überab. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Und er eigentlich auch nicht. Puh, wir gucken. Es gibt einen Campingplatz in diese Richtung, aber das wäre wieder mehr zum Lacher See. Und dann fahren wir morgens nochmal irgendwie 9 Kilometer mehr, da habe ich keinen Bock drauf. Und jetzt, wo ich da hinten rausgeholt habe, da fahren wir morgen 2 Kilometer weniger, halt jetzt noch ein Stück. Aber wir schaffen das schon. So. Da hinten der schöne Sonnenuntergang. Schaut schlecht aus. Hier ist alles immer noch zu laut, man hört die Autobahn. Hier ist eine Straße am Langgehen, hier sind überall diese scheiß Grillen. Puh. Unser Ziel ist es, noch weiter nach da hinten zu fahren. Wir sind die ganze Zeit auf der Straße lang. Jetzt gehen wir noch weiter nach da. Mal gucken. So Leute, die Entscheidung ist gefallen. Wir fahren jetzt nach Hause. Im Dunkeln. Es geht noch. Also auf GoPro sieht es ja manchmal dunkel aus, aber es geht in echt noch. Licht haben wir. Rücklicht haben wir auch. Die Strecke ist easy. Wir fahren auch noch viel Feld, würde ich mal sagen. Ist halt echt nicht viel. Wir fahren jetzt 2 Stunden heim. Weil bringt halt, wir haben jetzt überlegt, wir wollen eigentlich die 4-Tage-Tour machen, ich weiß, aber die Lust und Laune auf die 4-Tage-Tour habe ich gerade absolut nicht. Und keine Ahnung. Sonst fahren wir jetzt eh irgendwie auf der Einstellung, dass wir dann morgen einfach, dass wir übernachten und morgen nach Hause fahren. Das sind halt 20 Kilometer, das können wir jetzt auch noch machen. Wir haben jetzt 21 Uhr, fast 21.30 Uhr. Desto länger wir halt stehen, ist auch noch, desto dümmer wird's, Digga. Also. Wir fahren jetzt nach Hause. Yo, let's go, im Dunkeln. Aber passt. So, ich weiß nicht, ob ihr es seht. Vorne ist die Matte. Wir fahren gerade so einen richtigen Kiesweg lang. Yo. 17 Kilometer, würde ich mal sagen. Und dann sind wir da. Let's go. So, Leute. So, wir sind wieder am Fahren. Wir sind gerade an einem Weg vorbei am Fahren, wo noch ein Lost Place ist, wo ich noch die Tage auf dem Kanal vorbeischauen möchte. Ich war da auf jeden Fall schon mal, aber es geht noch mal hin. Aber erst nächste Woche, glaube ich. Aber wir machen das. Es ist ganz geil. Ab jetzt kennen wir den Weg sogar ganz gut auswendig. Das ist das Lustige. Ja, hier ist so ein Tor. Ab jetzt kann ich alles auswendig. Wir sind fertig. Und es waren ja eigentlich schon 2 Tage geplant, jetzt haben wir immer nur 2 Tage gemacht. Wir sind fertig, wir haben jetzt 73 Kilometer auf dem Tacho. Ich zeig das Ganze nochmal. 72, man sieht es absolut nicht. Ich mache nachher mal, ich habe ein Foto gemacht, ich zeige euch das nachher. Wir sehen uns. Ciao. Tschö, war eine gute Tour.